Chirurgie auch Muskeltest genannt. Ich bin vor 40 Jahren in Deutschland noch lebend darauf gestoßen, habe wie gesagt Leute nebenbei beraten über Lebensmittelunverträglichkeit. Wir machen nachher gleich ein paar Tests, weil sich das nachher bei den anderen Themen wieder durchziehen wird, mache ich das jetzt vorher. Kinesiologie oder wie sie offiziell genannt wurde, Applied Kinesiologie, angewandte Kinesiologie, Muskeltest, so wird es damit übersetzt, wurde ursprünglich entwickelt von einem George Goodhart, einem Arzt Goodhart in Amerika, um die 60er Jahre, Anfang 1964. Der Goodhart ist 2008 gestorben. Ich habe ihn persönlich nie kennengelernt. Ich habe seine erste Garde von Jüngern kennengelernt, von denen ich dann ein bisschen was gelernt habe. Und ein Teil von denen wurden sehr gute Freunde von mir. Und Kinesiologie ist keine Behandlungstechnik. Es ist die billigste Art, schnellste Art, Defizite für zu finden, wo Handlungsbedarf ist. Oder es bestätigt, wo kein Handlungsbedarf ist. Goodhart hat das entwickelt, nicht erfunden. Das gab es immer schon seit Raumen, Gedenken. Ich persönlich versuche herauszufinden, die Sumerer war einer der interessantesten Völker, die es jemals gab auf diesem Planeten. Ich bin überzeugt, dass die und Schamanen das schon vor Urzeiten benutzt haben. Versuche nur Quellen zu finden. Aber ist im Prinzip auch egal, wie lange es schon existiert. Es hat immer existiert, es ist Natur, es hat immer existiert. Goodhart hat es gemerkt, um Gottes Willen, ja, das funktioniert ja. Und hat dann eine Technik entwickelt und hat die dann auch gelehrt. Da gibt es eine Schule, die er gegründet hat in Amerika. Die hat auch einen Ableger in München. Da kann man Tages-, Wochenendkurse, Wochenkurse besuchen, wenn jemand das intensiver machen will. Auf meiner Webseite gibt es Bücher, die ich empfehle, die man lesen sollte. Auf YouTube gibt es jede Menge wunderbare Videos, Demo-Videos, wo man es erlernen kann. Ich behaupte, auch in meinen Talkshows habe ich das immer wieder gesagt, dass es kein vernünftiges Überleben gibt ohne Kinesiologie. Und dann gehen wir gleich durch und sehen, ob das stimmt oder nicht stimmt, ob das Sinn macht. Um sinnvoll zu überleben, sollte ich Kinesiologie beherrschen. Die Basis. Ich muss ja kein Spezialist werden. Es gibt innerhalb der Kinesiologie auch ein paar leichte Strömungen, so oder so oder so oder so. Im Prinzip ist es egal, Hauptsache es funktioniert. Okay? So, die Gegner von Kinesiologie führen an, was im Prinzip immer die etablierte Medizinwelt ist, weil es ist so billig und so schnell. Ich kenne Dutzende von Ärzten, die ihre ganze Praxis nur auf Kinesiologie aufbaut. Du kommst rein und du wirst kinesiologisch getestet und dann sagt der Arzt, okay, jetzt müssen wir das und das und das machen. Tausende von Ärzten auf der Welt. Und die Gegnerschaft ist im Prinzip das herkömmliche, normale Medizinlager. Warum? Weil es geht so schnell und ist so billig, da kann man nicht viel bei verdienen. Auf diesem Planeten muss man immer nur zwei Dingen folgen. Dem Geld und der Macht, was nicht immer das Gleiche ist. Nicht immer. Ist es eine Machtfrage zu kontrollieren oder ist es eine Geldfrage? Das sind die beiden Hauptmotivationen, mit denen wir heute in der Gesellschaft arbeiten. Wir arbeiten nicht mit ethischen Maßstäben. Da müsste jeder, 98% aller Politiker, sofort zurücktreten. Korruptheit heißt nicht nur Geld zu nehmen, sondern auch alles zu, um wieder gewählt zu werden. Das ist auch eine Form von Korruptheit. Ja? So, und da gibt es die Bücher, die ich da empfehle, wenn man sich ein bisschen aneignen will. Ich sage, wenn du Kinesiologie beherrschst in der Basis, was wir gleich machen, dann hast du eine gute Überlebenschance, eine bessere. Mit gezielten Fragen kann ich dann herausfinden, was Sache ist. Und die Gegner sagen, ja, das ist nicht wissenschaftlich bewiesen. Was dummes Zeug ist für uns. In der Kinesiologie wurden millionenfach Doppelblindstudien gemacht. Verbunden Augen, du verbunden, andere Personen, andere Testpersonen und so weiter und so weiter. Die Gleichheitsrate ist so hoch, dass man von absoluter Wissenschaft sprechen kann. Was sie anführen, was vollkommen richtig ist, man kann kinesiologische Tests manipulieren. Jawohl, das kann man. Der Arzt von Michael Jackson war auch unethisch und hat manipuliert. Ja. Die meisten Ärzte manipulieren, weil sie irgendwas geben in der Hoffnung, es funktioniert. Hoffnungsprinzip. Woher weiß der Arzt, dass du 3 Stück davon am Tag nehmen musst? Er weiß es nicht. Bestenfalls von der Beilageblatt von der Pharmaindustrie. Woher weiß die Pharmaindustrie, dass du 3 Stück am Tag nehmen musst? Sie wissen es auch nicht. Sie werfen es einfach so mal auf den Tisch.
Du kannst mir nicht erzählen, dass im gleichen Krankheitsbild ein 300 Pfund schwerer Mann genauso viel 3 Tabletten braucht wie eine 60 Pfund schwere Frau, rein von der Masse her gesehen. Aber sie wissen es auch nicht. Und Kinesiologie, werden wir nachher sehen, ist die einzige Art, das festzustellen, was du tatsächlich brauchst. Ja, man kann das manipulieren, das stimmt. Wenn jemand unethisch ist und will das manipulieren. Ich habe versucht, Leuten zu helfen. Ich habe kein Interesse daran, ob du das oder das verträgst oder ob du das und das Problem hast. Ich will dir nur helfen, zu zeigen, wo das Problem sein könnte. Ich selbst bin natürlich kein Arzt und kann keinen medizinischen Ratschlag geben. Alles, was ich heute tue, sind Dinge zu erzählen, wie ich sie erlebt habe oder wie ich sie mache oder wie ich es machen würde in der Situation. So, dann behaupte ich etwas, wo mich im Moment, ich weiß nicht, der Einzige auf der Welt bin, ich sage, Kinesiologie ist Quantenphysik. Und Kinesiologie hat nichts mit dem Körper zu tun. Der normale Kinesiologe sagt, dein Körper sagt das und das. Nach meiner Philosophie sagt dein Geistwesen was. Ich frage das geistige Wesen und das zeigt mir die Reaktion über den Körper. Wie funktioniert das? Als ich Kind war in der Schule, wurde Geld geklaut. Dann hat der Lehrer alle Kinder in eine Reihe aufgestellt und hat gesagt, was du das, was du das, was du, was du das. Also zu mir kam, wurde ich rot. Warum? Weil ich Angst hatte, der könnte glauben, ich hätte das genommen. Für die Unterlagen, ich habe es nicht genommen, aber ich wurde rot. Und das war für ihn der Beweis, dass ich es genommen habe. Durch meinen Geist hat sich eine körperliche Reaktion gezeigt. Ihr habt den Ausdruck gehört und ich habe es schon erlebt, dass Leute sich vor Angst in die Hose machen. Das hat nichts mit seiner Blase zu tun. Ja, sondern der geistige Zustand hat diese Verkrampfung herbeigeführt und hat es losgelassen. Das heißt, im Körper kann ich das ablesen, aber Ursprung ist der Gedanke. Das zeige ich nachher auf. Es gibt ja auch die sogenannten Lügendetektoren, ja, so Polizei und so weiter. Das ist dummes Zeug. Es gibt keine Maschine, die Lügen anzeigt. Es ist absolut dummes Zeug. Es müssen nur genügend Leute sagen und wird es geglaubt. Was angezeigt wird, ist ein Spannungsverhältnis. Was aber nicht gleich Lüge sein muss. Ich gebe dir ein Beispiel. Du bist ein Lügendetektor. Hast du die Bank überfallen? Ja. Klar, ne? Das habe ich dir zugetraut. Deswegen frage ich auch dich. Ist ja nicht Zufall, eine Zufall, dass ich frage. Ja. So, und der Lügendetektor zeigt dann an, dass er gelogen hat. Er hat tatsächlich die Bank beklaut, sagt der Lügendetektor. Ja? Jetzt gebe ich mal ein einfaches Beispiel. Du hast die Bank nicht beklaut, aber du hast gesehen, wer sie beklaut hat. Du. Und ich ja. Ne? Und in dem Augenblick zeigt der Lügendetektor an, dass er gelogen hat, nach deren Definition. Sie berühren eine Spannung, die eigentliche Sache nichts zu tun hat. Das kann so weit gehen, ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel, hast du diesen Mann umgebracht? Das wird angezeigt, du sagst nein und der Lügendetektor sagt ja. Und ich mache jetzt ein extremes Beispiel, du hast in deinem letzten Leben einen Mann umgebracht. Diese Ladung hast du immer noch bei dir. Ja? Und deine Reaktion bezieht sich nicht auf diesen Mann, den du nicht umgebracht hast, aber auf den anderen Mann, den du damals umgebracht hast. Der Lügendetektor zeigt eine Lüge an. Es gibt keinen Lügendetektor, der Lügen anzeigt. Er zeigt nur Ladung an, Spannung, die sich verändert im Hautwiderstand. Und das ist alles. Was kann eine Lüge sein, kann aber auch keine Lüge sein. Und die Armen, die damit da immer verunglimpft werden. So, und wenn ich jetzt Kinesiologie betreibe, betreibe ich Quantenphysik. In Quantenphysik von dem guten Max Planck begründet. Ich war in Trier auf dem Max-Planck-Gymnasium, das hat mir aber den Arsch nicht gerettet. Ich war trotzdem schlecht in Physik und Mathe in allem. Aber der gute Mann, den ich für wichtiger halte als für Einstein, der Max Planck, hat also entdeckt, dass die Welt in der Physik nicht nur Strahlen ist oder Wellen, das war damals die Philosophie, Strahlen oder Wellen, sondern beides. Okay? So, in der Quantenphysik ist alles mit allem verbunden. Das werden wir heute ein paar Tests sehen. Ist alles mit allem verbunden und es spielt keine Rolle. Es gibt kein links, oben, rechts, gestern, heute, morgen. Es geht alles in Nullzeit. Wenn ich solche Tests mache, sage ich dann meistens in einer Sekunde. Weil Leute können eine Sekunde denken. Wenn ich sage, es geht in Nullzeit, dann sagen die Leute, Nullzeit? Was ist denn Nullzeit? Das gibt's doch gar nicht. Zeit, da muss da irgendwas ablaufen. Deswegen sage ich oft eine Sekunde, um keine Diskussion zu haben. Aber ich bin ja hier mit qualifizierten Leuten zusammen. Also ich kann sagen, was wahr ist. Nullzeit. Quantenphysik. So. Und ich richte die Fragen an das Wesen. Und das Wesen weiß alles.
Du weißt alles. Die Frage ist nur, die richtige Frage zu stellen und dass du Zugriff dazu hast. Okay? So, ich sehe dich als ersten Freiwilliger an. Ich sehe es an den Augen. Ich sehe, ja, komm. So, nach meiner Definition, das habe ich für mich gebaut, gibt es Kinesiologie, kann vier Bereiche abdecken. Und wir fangen jetzt mit dem ersten Bereich an, mit den Frequenzen. Okay? Das sind alles meine Materialien, die ich entwickelt habe. Irgendwann, wenn ich die Kinesiologische Gesellschaft mich einlädt zum Vortrag, dann weiß ich, dass sie interessiert sind. Ansonsten mache ich halt alleine weiter. So, wenn du mal ein bisschen rüberkommst. Mein Ziel ist, dass heute jeder bei irgendwelchen Tests drankommt. Dass jeder gewisse Dinge am Körper selbst erlebt. Ist immer ein Unterschied, ob man das sieht oder ob man es das selbst erlebt. Ich kann aber nicht mit jedem jeden Test machen. Was wir dann machen ist, am Ende des Tages sozusagen, ich habe Open End, weil ich heute Nacht nicht weiterfahren muss. Wenn jemand sagt, du, den Test, den hätte ich gerne mal gemacht, den du da gemacht hast, dann mache ich mit dir dann diese Tests, die dich interessieren. Okay? Ich erkläre jetzt die Prinzipien, wie es funktioniert. Wenn ich sowas mache, ist das immer ein gewisses Bonbonspiel, weil ich mit der Person noch nie gearbeitet habe. Wenn ich mit Leuten Lebensmittelunverträglichkeit-Tests mache, dann mache ich mit denen mal 10, 15 Minuten sich warm laufen, um zu sehen, dass sie es verstehen und dass es einfach schnell geht. Also ich mache dann immer ein Risiko, dass ich jemanden nehme, der dann bockig ist oder denkt, er könnte mir was oder ich könnte ihm was. Und dann müssen wir über diese Sache rübergehen. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Okay? So, was wir machen, Kinesiologie, wir nehmen Muskel, egal welche Muskel. Bei solchen Geschichten wird gerne der Armmuskel genommen, weil man sehen kann, wenn ich mit Leuten intensiv lange arbeite, lege ich die auf eine Pritsche, vor allem wenn es Frauen sind, lege ich sie auf eine Pritsche und dann mache ich den Arm hoch, dann ist es nicht so ermüdend. Ja? Aber jetzt machen wir das so mit dem Arm, damit Leute es besser sehen können. Und der Arm muss nicht total so ausgestreckt sein, wie viele machen, sondern es reicht, wenn der einen gewissen Winkel hat, nämlich zum Beispiel so. Das reicht vollkommen aus. So, jetzt setze ich meine Hand, ja, da ist, wo die Armbanduhr sitzt, ungefähr an, hinter dem Gelenk. 3, 4 Finger setze ich an und ich übe einen Druck nach unten aus. Und sie als Frau, die keinem Mann widerstehen kann, geht hin und drückt dagegen. Ja? So, bis wir jetzt im Gleichgewicht sind. Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr drücken. Gib mir mehr Kraft. Gib mir Feuer, heiße Frau. Du merkst, wir sind vom Gleichgewicht drin, ja? Ja. Ja, gut. So, jetzt muss ich sehen, ob sie testbar ist. Da gibt es einen Kontrollpunkt. In der Kinesiologie, im Normalfall, wenn ich den starken Arm habe, ist das für eine Antwort ja oder positiv. Wenn der Arm schwach wird, ist die Antwort nein oder negativ. Und da gibt es nur einen Ausnahmepunkt, den ich jetzt testen werde. Da muss sie schwach werden. Wenn sie da schwach wird, ist sie testbar. Wenn sie da stark bliebe, wäre in ihrem Schaltkreis was umgedreht verkehrt. Also teste ich zuerst, ob sie testbar ist überhaupt. Ja? Du hältst dagegen. So, jetzt nehme ich diesen Punkt hier. Und dann wird sie schwach. Gut. Und das heißt, sie ist testbar. Das ist der einzige Punkt, wo sie schwach werden muss. So, sie ist testbar. Immer wenn die Antwort ja ist, positiv ist sie stark, nein, nein. Und okay, halt dagegen. Sag ja. Ja. Sag nein. Nein. Gut. Also sie sagt ja, sie ist stark. Sie sagt nein, sie wird schwach. Nochmal. Nicht so rumkämmen, nicht so rumspielen. Nein. Einfach locker da bleiben. Okay. Das Ganze geht nur, wenn beide Beteiligten nicht anfangen rumzudenken und zu konstruieren oder Gedanken reinzuführen, sondern wollen einfach nur die Reaktion haben. Ja? Sag ja. Ja. Sag nein. Nein. Okay, gut. So, sie ist testbar. Okay? Ja. Das Punkt ist hier. Es gibt in der Kinesiologie gewisse Strömungen, gewisse leichte andere Philosophien. Der eine geht so ran, der andere geht so ran. Ich gehe den als Testpunkt an. Da, ja. Okay. So, den brauche ich auch nicht zu berühren. Es reicht, wenn ich in dessen Nähe komme. Ja? Und wenn ich viel arbeite, dann geht das so schnell kannst du gar nicht zuschauen, weil ich habe keine Lust, eine Stunde lang das zu machen. Ich mache es heute sehr dramatisch, damit es jeder sehen kann. Ja? Aber Beispiel, ich gebe ein Beispiel, wenn ich jetzt sie teste, halt dagegen. Dann gehe ich so und mache weiter. Da muss ich nicht lange rummachen. Das habe ich so viele Millionen Mal gemacht. Aber ich mache es heute sehr ausdrucksstark, dramatisch,
damit es auch jeder sieht und versteht. Ja. Na, aber kann es nur du das oder könnte jetzt jeder hier im Saal? Das kann jeder im Saal. Das kann jeder im Saal. Wir könnten nicht auswechseln. Ja. Ich bin nicht auswechselbar, aber du könntest es machen. Ich habe im Normalfall vorbereitet. Ich habe alle mein Geld, was ich heute verdiene, in Äpfel ausgegeben, um mit euch, wenn ihr wollt, einen Crashkurs zu machen. Immer zwei paaren sich zusammen und dann zeige ich euch, wie es geht, wenn ihr wollt. Dann müsst ihr allerdings auf die Mittagspause verzichten, aufs Essen. Gut, so, jetzt gehe ich einfach hin, jetzt gehst ein Stückchen zurück, machst mir das Leben einfacher. So, jetzt gehe ich einfach hin, habe mein ganzes Geld bei Aldi ausgegeben und habe gewisse Dinge gekauft, um als Beispiel zu geben, wie sowas funktioniert. Also, wüsst ihr, dass jedes Produkt auf der Welt seine eigene Frequenz hat? Ja. Wüsst ihr, dass jeder Mensch seine eigene Frequenz hat? Wie ein Fingerabdruck. Das heißt, deswegen kann ich Fernheilung machen und deswegen kann ich in Telepathie gehen, wenn ich seine Frequenz habe. Das geht gegen manche Leute hin, die Insider sind und machen auf Facebook oder sonst was nicht ihr Bild, weil sie dann angreifbar sind. Wenn ich das Bild von dir habe, kann ich in dich reinsteigen. Ob du das willst oder nicht, ist was anderes. Ja? So, jeder hat seine eigene Frequenz, jeder hat sein eigenes Image. Jedes Produkt hat sein eigenes Image. So, wenn ich dieses Produkt an sie heranführe, wird mir der Körper die Reaktion zeigen, ob sie als geistiges Wesen sagt, nein. Die ganzen Frequenzen auf der Welt kann man in zwei, ganze Produkte aus der Welt kann man in zwei Gruppen einteilen. Entweder ist etwas überlebensfreundlich oder ist etwas überlebensfeindlich. Dazwischen gibt es nichts. Alle Lebensmittel, die wir durchtesten, sind denn für dich oder für dich oder für dich überlebensfreundlich und überlebensfeindlich. Ich kann eine Liste machen deiner letzten 10 Beziehungen in deinem Leben und wir gehen die Liste mit den Namen durch. Wenn wir später über Emotionen, mentale Sachen sprechen, kann ich abchecken, welcher dieser Männer oder Frauen war für dich überlebensfreundlich, überlebensfeindlich. Es gibt nur zwei Frequenzen, Typen auf diesem Planeten. Etwas ist überlebensfreundlich, überlebensfeindlich. Aus die Maus, das ist alles. So, jetzt checken wir ab mit dem Apfel. Was sagt ihr Wesen jetzt durch ihren Körper angezeigt? Beim Apfel bleibt sie stark, heißt das, gib mir davon mehr, das ist überlebensfreundlich. Wird sie schwach, heißt das, um Gottes Willen, bleib mir weg damit. Ja? Und das hat nichts damit zu tun, ob sie es mag oder nicht mag. Okay, fertig? Ein bisschen dagegen halten? Okay. Und du sagst denn laut deine Reaktion, stark oder schwach? Ja? Ein bisschen lauter. Stark. Stark, ja. Ist ganz klar, könnt ihr auch sehen? Mhm. Ja? Der Körper sagt stark. Frage, ja. Ob die gespritzt ist oder nicht, ja. Das ist ja alles sekundär. Ich sage dazu Stellenwert. Okay, lass mich den Stellenwert erklären. Wenn du dir den Finger geschnitten hast, tut das unwahrscheinlich weh. Und du läufst den ganzen Tag rum und jammerst, ich habe meinen Finger geschnitten, es tut so weh, tut so weh, tut so weh, tut so weh. Okay, du hast deine Aufmerksamkeit darauf, das hat hohen Stellenwert für dich. Jetzt nehme ich einen Vorschlaghammer und hau dir auf den Fuß. Der Finger tut nicht mehr weh. Der Stellenwert ist jetzt der Hammer auf dem Fuß. Ja? Der Stellenwert ist entscheidend. Ob ich das aus dem Bioladen kaufe oder nicht Bioladen, das ist sekundär. Okay? Der andere Stellenwert. So, jetzt nehmen wir die Orange, nachdem der Apfel okay war. Halt dagegen. Sag laut. Schwach. Schwach. Praktisch kein Mensch verträgt Orangen. Oder Orangensaft. Ist ja so gesund, Vitamin C. Wenn ich morgen in Heroin Vitamin C feststelle, wird das Heroin nicht besser dadurch. Prinzipiell verträgt keiner Orangen. Also in die Gruppe rein von überlebensfreundlich, überlebensfeindlich. Dagegen, komm. Und? Zucker. Wir müssen jetzt ein bisschen schneller abarbeiten, ja? Okay? Du bist ja schon Profi. Ja, klar. Komm, hör auf zu kauen, wenn wir arbeiten. Das hat nichts mit mir zu tun, das hat mit deinem Körper zu tun. Okay. Sag was, komm. Schwach. Schwach. Kartoffel. Schwach. Tomate. Sag was. Stark. Gut, danke, sag was. Lass uns das ein bisschen schneller machen, ja, okay. Sonst werden wir heute nicht fertig. Okay, mach ich ganz schnell. Schwach.
Sag was! Stark! Um Gottes Willen! Du lässt mich hier rummachen. Schwach. Verleiht keine Flügel. Stark! Grisse. Stark! Ich wollte nur sehen, ob ihr wach seid. Dass ihr mitdenkt. Stark. 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 So, zum Abschluss, ich war noch bei Aldi heute Morgen und habe ein bisschen Lachs vom Feinsten genommen. Ist man sicher wert? Stark. Okay. Danke dir. So. Wo war das? Das war die hier. Okay, das ist jetzt ein Schnelltest bei ihr gewesen. Wenn ich jetzt das früher gemacht habe, habe ich die zwei Gruppen gebildet und dann geht es ganz einfach. Diese Gruppe ist überlebensfeindlich, die ist überlebensfreundlich. Du entscheidest jetzt in deinem Leben, wie einfach oder wie schwer es du in deinem Körper machen willst. Wenn du dich primär von diesen Dingen ernährst, unterstützt du deinen Körper. Wenn du diese Dinge dazu nimmst, bringst du deinen Körper nach unten. Die Folge sind Krankheiten, irgendwelche Auswüchse, irgendwelche Erscheinungsbilder. Jetzt kannst du sagen, mir ist das egal, ich trinke weiterhin meinen Red Bull. Ist okay, dann beschwer dich bitte nur nicht, dass du irgendwann das und das entwickelst. Ja, du gehst sogar dann bewusst hin und sagst, ich schädige mich, das ist in Ordnung. Ist deine Entscheidung, freies Land, ist okay. Ich persönlich höre dann auf, mit Leuten zu arbeiten. Also wenn du zu mir kommst und sagst, du Norbert, ich habe das und das Problem, können wir was machen? Sage ich, wir müssen ja noch ein paar andere Dinge sehen. Sage ich, nein, danke. Hab keine Zeit dazu. Ja, ich bezahle dich aber. Mir geht es nicht um bezahlen, ich will ein Ergebnis haben. Wenn du das Ergebnis selbst torpedierst, ist okay, ist deine Entscheidung. Aber ich vertue meine Zeit nicht damit, dir versuchen zu kompensieren, wo du dann immer wieder nebenhaust. Dann ist euch aufgefallen, das sind alles sogenannte Nachtschattengewächse. Kein Mensch verträgt Nachtschattengewächse. Jetzt versucht man in unserer Gesellschaft zu sagen, ab heute Deutschland keine Kartoffel mehr. Gibt ja gar nicht. Und wie sieht es aus mit Brot? Die meisten essen Brot. Pass auf, ein Brot ist ein Gemisch. Also mit Weizen. Langsam. Langsam. Das sind im Prinzip sogenannte Reinstoffe, außer diesem Zeug hier. Das heißt, das ist das, was es ist. In dem Augenblick, in dem du ein Gemisch hast, Beispiel, ich habe früher, wenn ich Nudeln getestet habe, diejenigen mussten eine Liste machen, dann haben wir die Nudeln getestet, die du normalerweise kaufst. Die konnte jetzt zum Beispiel okay sein, Beispiel. Und die Nudelmarke von der anderen Firma war nicht okay, weil die Zusammensetzung unterschiedlich ist. Brot hat verschiedene Zusammensetzungen. Also muss ich die einzelnen, ich kann das Brot als Gesamtes testen, dieses bestimmte Brot, und es fällt durch oder nicht. Und ich kann auch die Einzelbestandteile nehmen. Okay? So, ist das soweit verstanden?